Mit Laub, Gras und Moos wird das Bett dafür so ausgepolstert, dass es vor Kälte und Wind Schutz bietet. In den letzten Wochen hat sich der Igel ein dickes Fettpolster angefressen. Von diesem Fettvorrat lebt er während des monatelangen Winterschlafs. Wenn ihm nichts zustößt, finden wir ihn nächstes Jahr wieder hier, denn Igel bewohnen dieselbe Behausung viele Jahre lang. Das war die zweite Folge der Sendereihe Tiere der Heimat. Der Titel: Der Igel. Wir wiederholen diesen Beitrag in der nächsten Woche am Montag um 8.30 Uhr und am Dienstag um 10.30 Uhr. Begleitmaterial für den Einsatz im Unterricht finden Sie in der Zeitschrift Praxis Schulfernsehen, Heft 153. Liebe Zuschauer, sehen Sie nun die vierte Folge der Sendereihe Der Boden lebt. Der Titel: Rette ihn, wer kann. Der Boden lebt, aber er ist krank. Ist er noch zu retten? Als Mensch käme er sofort in die Intensivstation.